So, da wären wir wieder. Und ich würde sagen, wir machen jetzt doch hier weiter, weil ich will nicht ganz so viel zwischen den Gebieten hin und her springen. Was wir uns auf jeden Fall noch merken sollten, ist unten die Feuerfrösche, weil der Feuerfrosch fehlt. Da müssen wir noch gucken, dass wir dabei Zeit mal hinkommen. Wir sehen da unten Loot liegen, aber da scheinen wir jetzt nicht hinzukommen. Auch nicht zu diesem komischen, sich bewegenden Baum. Bewegt er sich? Zuckt so ein kleines bisschen. Das sieht schon mal sehr suspekt aus. Und was steht hier? Jump Attack. Ja, haben wir auch gemacht. Das ist nicht so wichtig. Also hier haben wir schon recht viel abgeklappert. Wir sollten aber trotzdem später noch einmal bewusst durchlaufen. Also jetzt sind wir ja durchgegangen, haben alles getötet, haben uns ein bisschen umgeguckt. Aber wir sollten jedes Gebiet später auch nochmal erneut durchgucken, ob wir irgendwas übersehen haben. Jetzt allerdings erstmal weiter. Das heißt, weiter wäre in diesem Fall runter. Runter. Rutschen. Da sind ganz viele Schwerter am Boden. Und da liegt wieder jemand auf dem Boden, der nicht wirklich kaputt ist. Das sehe ich doch jetzt schon. Genau, du da. Ich kann dich bloß nicht targeten mit dem Zauber. Kann ich einfach so zaubern? Jo. Au. Hey, hoho. Ganz ruhig. Okay, notiere dann selbst. Wir können einfach so auf die zaubern. Und der Spruch scheint sie wohl auch zu finden. Zu einem gewissen Grad jedenfalls. So eine Brücke mit Loot. Na, wie bist du gestorben? Bestimmt runtergefallen, oder? Jo. Oh ne, gar nicht runtergefallen. Er wurde totgehauen. Na gut, ich sollte nicht meckern. Mir ist das eben gerade auch fast passiert. Und der da lebt doch auch wieder, oder? Irr. Okay, er targetet nicht automatisch. Das heißt, wir müssen. Ah, steht auf. Kaputt. Kaputt. Ah, Herrgott. Du gehst nicht auf. Können wir dich kaputt hauen wie die andere? Nee, du bist nicht angeschlagen. Also, noch eine Notiz für später. Eine Tür. Wenn wir einen Schlüssel haben. Und da unten ist noch so eine Feuerkröte. Wenn nicht sogar dieselbe Feuerkröte, weil da unten ist ein Loch. Da hinten ist ein Fahrstuhl. Ah, ist wieder eine Tür. Die wird wahrscheinlich auch abgeschlossen sein. Jo, kann man nicht von dieser Seite öffnen. Okay, also ähnlich wie in Dark Souls 1. Es gibt sehr viele Abkürzungen zwischen den Gebieten. Man muss da echt tierisch aufpassen, dass man nicht irgendwo irgendwas verpasst. Und man muss sich mit der Zeit auch merken, wo was ist. Weil ja, wir können uns jetzt teleportieren. Ich hau den mal. Da, gib ihm. Oh. Also ja, wir können uns zwar teleportieren, aber trotzdem müssen wir innerhalb der Gebiete immer noch recht viele Abkürzungen finden und freischalten. Hier ist noch eine Tür. Also allein schon auf dieser kleinen Strecke sind drei Türen, die woanders hinführen. Skelett voraus und dann Vision von Pferden. Das kann ich so nicht unterschreiben. Und dann versuche Zunge und dann Loch. Das ist nicht jugendfrei. Hier durch. Das sieht wuselig aus. Du da hinten willst. Oh, hey. Okay, wir sollten nicht einfach so stehen bleiben. Zumindest nicht da. Du. Oh Gott. Ich will nicht, dass du mir gleich in den Rücken fällst. Da ist noch einer. Dich machen wir auch mal kaputt. Schön alles wegsnipern. Das muss als Bogenschütze übrigens echt praktisch sein. Wenn man einfach irgendwo langlaufen kann und aus Entfernung schon mal die wichtigsten Ziele ausschaltet. Aber merken, da unten geht's weiter. Hier oben allerdings auch. Also, drei Türen, wo wir noch nicht durchkommen. Ja. Und hier unten noch ein ganzes Gebiet. So schön viel zu erforschen. Und ich habe nur eine Flasche, sollte ich vielleicht mal die Steine hier hinnehmen. Was steht da? Na, ich wollte nicht hochklettern, ich wollte da lesen, was da steht. Vorsichtig, Boss. Ja. Haken an dem Boss. Man hat nur eine Chance, ihn zu erwischen.
Und sowas ist immer ziemlich garstig. Das heißt, wir sollten es eigentlich erst versuchen, wenn wir ein bisschen stärker sind, oder? Ja, aber das ist Insiderwissen. Eigentlich weiß unser Held gar nichts davon. Also geht sie jetzt da hoch. Kommt ein Drache. So, weg mit dir. Oh, das ist kein Drache, das ist ein Greif. Adler-Ding. Und wir haben 10 Schaden gemacht. Juhu. Ah, wegen dem Schild haben wir 10 Schaden gemacht. Das wird ein sehr langer Kampf werden. Aber es geht. Wir wollen ja nicht in... Ach, Kacke. Ja. Wir werden sehr viel rumwuseln müssen. Und immer nachdem er seine Spezialattacken da gemacht hat, dann zaubern wir einmal. Jetzt wollte ich gerade nicht. Ich hatte Angst. So, weg, weg, weg. Dritte Attacke. Zauber. Es ist sehr, sehr, sehr gut, dass wir den zweiten Zauberspruch gekauft haben. Sonst hätten wir jetzt ein echtes Problem. Ich glaube, wir sind zu nah dran. Lauf mal kurz ein bisschen weg. Ja, ja, ja. Das war gerade ein Schwert, der in unserem Arsch vorbeigeflogen ist. Das ist schon mal eine sehr gute Übung zum Ausweichen. So als quasi Dextrar, was Nahkampfsachen angeht. Und ich versuche gerade im Kopf zu überschlagen, ob sich das aufgeht mit den Zaubersprüchen und seinen Lebenspunkten. Ah, Kacke. Da war eine Mauer im Weg beim Rollen. Ja, und jetzt ist er weg. Das ist schade. Sehr schade sogar. Aber ist halt so. Das heißt, wenn ihr das zum ersten Mal spielt und ihr wollt ihn auf jeden Fall schaffen, dann lasst euch Zeit damit, bei ihm anzukommen. Also vielleicht ein bisschen trainieren, vielleicht ein bisschen Ausrüstung finden. Und dann klappt das auch. So, wir müssen jetzt wieder den da töten. Ja, der steht noch nicht auf. Du. Gewusch. Dich versuchen wir mal zu treffen. Dich versuchen wir mal zu treffen. Ja, dich messern wir einfach. Kack. So. Sehr gut. Ein Life Gem. Ja, pff, sehr schön. Hier war noch einer. Aufwachen. Und weg. Nee. Mess. Das ist definitiv ein Nachteil von den magiebegabten Klassen. Ich meine, der Boss hat uns gerade getwo-hittet. Das ist, ja. Du, weg. Du, weg. Du triffst mich nicht. Ah, und die zwei, die ich jetzt vergessen habe, wegzumachen, die uns... Ja, genau, du. Die fallen uns jetzt in den Rücken. Kommt der zweite auch noch? Nee, der hockt hier hinten auf dem Dach. Gut. Gucken wir jetzt nochmal nach oben. Aber der dürfte eigentlich nicht nochmal kommen. Aber unseren Seelenhaufen hätte ich ganz gerne. Komm her. Jupp. 2000 Seelen, nicht zu verachten, würde ich sagen. Also, momentan. Weg mit dir. So. Kein Adler in Sicht. Kein Ritter in schillernder Rüstung in Sicht. Gehen wir weiter. Zwei Pikaniere. Oh. Du hältst sogar noch einen zweiten aus, oder? Ja. Oh, kann man treten? Habe ich gar nicht drauf geachtet, ob es da was gab. Ne, sehe ich irgendwie nicht so wirklich. Also falls einer von euch weiß, wie man tritt, da habe ich bisher gar nicht drauf geachtet. Auch auf meinem Midi-Char nicht wirklich. Ja, ganz praktisch. So, weg mit dir. Kaputt rollen. Alles kaputt rollen. Gegner voraus. In kurz, Hurra für Slash. Ich mach keinen Slash. Ich roll Fässer kaputt und zauber aus der Entfernung.
Möglichst ohne, dass die mich treffen können. Runter. Ganz viele Nachrichten. Vorsicht rechts, Falle. 26 Ratings, das rate ich auch mal gut. Das war im Stream lustig, ja. Also da sind Ballista. Oder Balliste. Und zwar 5 Stück, die alle auf einmal schießen, wenn man zu lange stehen bleibt. Hier sind zu viele von euch. Zu viele von euch. Aber Gott sei Dank seid ihr irgendwie langsam. Und alle sind einmal getroffen worden. Nicht ernsthaft, oder? Oh oh. Kommt ihr hier runter? Da ist eine Kiste, aber die werde ich nicht anrühren, bis ihr nicht hier runtergetockelt seid. Oder anderweitig gestorben. Kann ich dich von hier irgendwie erwischen? Das ist jetzt doof. Weil wenn ich hochkletter, dann haut er mir auf den Kopf, denke ich. Ich guck mal. Wenn er zu nah rankommt, rutscht er wieder runter. Hast du mich auf dem Radar? Nee, hast du nicht. Okay, dann lauf mal hier lang. Target den da hinten nochmal kaputt. Target den da hinten nochmal kaputt. Sehr schön. Eine Feuerbombe. Oh, da ist auch noch Loot zwischen den Dingern. Die kann man auch selber nutzen. Zack. Kabusch. Wobei es ein wenig unpraktisch ist, weil man muss erstmal einen Gegner hier hinlocken. Dann muss man die Zeit haben, dahinter zu laufen und dann nochmal das Ding dann wieder loslassen. Das, ne, ist nicht so praktisch. Was steht hier? Nicht hier. Ja, sehr gut. Aber hier unten. Versuche anzugreifen. Geht nicht. Was? Das not open from the... Whoa. Das, ich glaube, das ist ein Bug. Weil als ich es öffnen wollte, stand da nicht von dieser Seite öffnenbar. Aber weil wir angegriffen haben, haben wir eventuell die Jungs hier geaggrot. Und die haben dann für uns aufgemacht. Ich weiß nicht, in welchem, ob das im Sinne des Spiels ist. Und kannst du bitte mal aufhören, meine Zauber zu blocken? Das finde ich ganz und gar nicht nett. Hier, nimm das und das und das. Rüstung. Falle. Oh, bist du ein Mimik? Nö. Oh oh. Ha, eine neue Falle. Was haben wir hier? Titanit-Shard. Das ist schon mal sehr gut. Werden wir höchstwahrscheinlich für den Stab benutzen, denke ich mal. Weil die Stäbe sorgen dafür, unsere Zauber stärker werden. Schatz voraus. Nö. Obwohl, ich habe hier das da gesehen. Das hier braucht ein Ferris Lockstone, den die Hexe oben verkauft für 4000 Seelen oder so. Was ganz schön happig ist. Also das merken wir uns auch. Wir merken uns 3 Türen, wo es noch weitergeht. Ein Gebiet, wo es noch weitergeht. Ferris Lockstone, Riesenkröte und... ja... Und hier sollten wir eigentlich noch gar nicht hin dürfen. Wo ist eine Eisenkiste? Was hast du, Eisenkiste? Large Titanit-Shard und ein Lebensring. Lebensring hört sich sehr gut an. Ring. Ein alter Ring mit einem roten Juwel. Jeder Ring hat verschiedene Kräfte. Und selbst der... einfachste Ring kann eine große Hilfe sein auf einer schwierigen Reise. Und wir sind definitiv auf einer schwierigen Reise. Also anlegen. So.